quasi, habt ihr nochmal Bock auf ein Fan-Treffen? Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Nee, Spaß, jetzt mal ohne Witz. Habt ihr Bock auf ein Fan-Treffen? Hallo? Ich musste gerade ein bisschen kotzen. Vielleicht wieder mit Felix. Ja, ich auch. Ja. Kann ich verstehen. Facecam bei mir wieder nicht aktiv, wie ihr seht. Ja. Weil ich... Ey, Nigger. Direkt mal wieder am Anfang die N-Bombe gedroppt. Direkt am Anfang die N-Bombe gedroppt, ja. So gehört es sich. Direkt am Anfang legt das immer erst ein bisschen. Und ich bin so ein bisschen... Ich glaube, ich werde krank oder sowas, Alter. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Wir wollen so das Riesenrad weiterbauen. Ich habe aber eigentlich noch eine andere Sache. Und zwar muss ich einfach unbedingt diesen bewichsten Vogel da oben töten. Ich muss ihn jetzt aber töten, Alter. Digga, hat mich angegriffen, die Missgestalt. Rennst du? Mal. Stopp, hör auf. Lol. Das ist ein Pelikan. Ah, guck mal, warte. Ich fick dir mit meinem Boomer. Ich hatte gerade auch einen Pelikan. Den habe ich auch gerade angegriffen. Digga, der fickt mich in den Arsch. Vulture. Hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Hier spawnen auf einmal voll viele Viecher, die ich noch nie gesehen habe. Da ist ein Pelikan, Felix. Ein Pelikan ist das. Ich habe noch so eine kleine Challenge offen, weil Tim hat mich nämlich mit einem Fire Resistance Potion nominiert, quasi in Hexit ein Bier zu trinken. Also, das Problem ist, ich habe gar kein Stuff bei mir. Felix, kannst du mir da vielleicht ein bisschen aushelfen? Was meinst du denn? Was wie? Zwei Fire Resistance Potions. Nee, das habe ich nicht. Kannst du ja, hast du Zeug, um die zu brauen? Nee, ne? Nee. Es dauert viel zu lang. Miese Zeiten. Ja gut, dann werde ich das jetzt anders machen, meine Freunde. Ich werde mir jetzt einfach irgendwie ganz normale Potions machen mit Wasser drin und sag dann einfach, dass es Eigenurin ist und dass das dann bitte die anderen auch trinken sollen. Ich weiß nicht. Revi, folgendes. Ja. Ja, die hier das Karussell. Wie machen wir das mit den Pfeilern? Die sollen oben gerade zusammengehen. Auf beiden. Also eigentlich hatte ich die Pfeiler auf beiden Seiten geplant. Das ist halt so eine Sache, ne? Welches Karussell hat denn auf beiden Seiten die Dinger? Wenn, dann würde ich ihn in der Mitte machen und würde dann in der Mitte so einen festen Punkt machen. Ja, genau. Und dann von der Mitte aus zu Streben ausgehen, ne, nach außen. Ja, genau. Die treffen sich dann. Warte, ich zeig dir mal, wie ich das, wenn wir da wirklich gerade gleiche Vorstellung haben. Dass wir, siehst du mich gerade zufällig? Wo bist du? Nee, ich bin gerade meine Sachen hier machen, so, warte. Digga, wieso brennt die Scheiße nicht? Ist doch, oder was? Läuft, okay, hör auf. Hier, guck mal. Dass die Dinger sich in der Mitte. Lol. Dass die Dinger sich in der Mitte treffen und dann gehen von da aus. Gehen von da aus Streben aus und die treffen sich dann nochmal. Ja. Nochmal hier. Ja, ich weiß. Treffen sich dann nochmal hier so. Ich weiß, was du meinst. Treffen sich dann nochmal hier an so Dinger. Digga. Worüber wollten wir. Genau, wir haben uns so ein paar Themen rausgesucht, also eigentlich gar nicht, aber. Ja, jetzt. Aber wir haben ja gerade nochmal eins. Vor der Aufnahme angesprochen, ja. Ich habe immer irgendwann bei Facebook gefragt, wie viele Leute eigentlich aus dem Rahmen Köln kommen. Und ich glaube, es waren 800, 900 Leute, keine Ahnung. Von daher, bei Facebook. Und von daher, ich habe eine Stunde als Fahrzeitmaximum angegeben. Da waren auch viele dabei, die gesagt haben, ich like jetzt mal nicht, aber ich komme trotzdem. Komme aber aus Baden-Württemberg oder sowas. Krass, auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist unsere Frage quasi, habt ihr nochmal Bock auf ein Fan-Treffen? Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Nee, Spaß, jetzt mal ohne Witz. Habt ihr Bock auf ein Fan-Treffen? Wird das schon so? Ich wollte die Spitze zusammenlaufen lassen, weißt du? Ja, aber das sieht ja dann merkwürdig aus. Aber ich meine, also ich finde das jetzt so ein bisschen zu krass. Zu krass. Ich weiß nicht, ob das nicht zu krass ist. Nee, ich denke, das passt, weil wenn du dir jetzt vorstellst, die laufen spitz zu, dann sieht das total unnatürlich aus. Wenn du das nämlich so ein bisschen dünner lässt und wir schaffen das wirklich, die genau mit dir zu treffen. Weil dann ist es ja wenigstens realistisch, wenn die spitz zu laufen, sind die über den Digga. Ja, erzähl erstmal wegen Fantreffen. Genau, wir haben uns überlegt, nochmal ein Fantreffen zu machen. Zeit würden wir dann gegebenenfalls dann natürlich vorgeben. Wir müssen halt überlegen, ob wir das wirklich in einem Video ankündigen oder halt nur auf Facebook, denn wir haben ja jetzt auch eine beträchtliche Größe leider im letzten Mal. Da sind bei mir, glaube ich, nochmal 40.000 dazugekommen, 45.000 Abonnenten, ne, circa. Ja. Und bei dir ja auch nochmal richtig krass viele, also noch sogar mehr als bei mir. Von daher müssen wir uns das halt echt ein bisschen überlegen, ob das nicht zu sehr eskaliert. Simon hat darüber ja schon ein Video gemacht, von wegen, dass man da auch Strafen kassieren kann. Wir werden das auf jeden Fall nicht am Dom machen, weil schlichtweg einfach jeder das da macht. Und jeder, der das bis jetzt da großartig gemacht hat, ist natürlich dann auch schon in, entweder mit den Dompfeifern da, die beschützen den Dom, oder halt mit der Polizei in Kontakt bekommen, wenn es eskaliert ist. Und da haben wir schlichtweg keinen Bock drauf. Deshalb müssen wir uns da was anderes aussuchen. Eventuell bietet sich das an, weiß ich nicht, das professionell zu machen, wie so eine Autogrammstunde. Habe ich aber eigentlich keinen Bock drauf, weil
Ich meine, wir sind ja nicht irgendwelche Promis oder sowas, wir sind ja immer noch ganz normale Behinderte, ne? Ganz normale Sprachkurs. Ja, irgendwie. Aber wie gesagt, also wenn ihr Lust darauf habt, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr euch das gut vorstellen könntet und ja, wo ihr darauf Bock hättet. Und gegebenenfalls, wie viele Leute denn dann ungefähr kommen, weil wir müssen das halt ein bisschen planen. Es ist halt schwierig, da großartig Programm zu machen. Das ist halt einfach nicht möglich, weil wenn man halt so viele Leute hat, wie will man, wenn 500 Leute... Ja, das auf keinen Fall. Also man kann ja halt allerhöchstens also da wirklich wir Programme, hier Autogramme geben. Wir können halt Autogramme geben und ein bisschen mit euch labern. Das hat letztes Mal auch ganz gut geklappt. Ist halt jetzt die Frage, wie das jetzt im Moment ist. Wie gesagt, es ist ja einiges mehr geworden bei beiden. Ja, aber tendenziell hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ja, klar. Also... Ich fand's letztes Mal schon echt krass, dass dann halt wirklich Leute aus, weiß ich, woher kamen, ne? Ja, das war schon echt heftig. Gut, hauptsächlich dann noch damals wegen denen, aber viele haben sich auch gefreut, uns zu sehen. Also so war es ja nicht, deshalb... Ja, das waren wirklich schon viele. Also ich hätte im Nachhinein nochmal so drüber nachgedacht, ob denn wirklich Leute dann... Also die haben ja nicht damit gerechnet, dass wir unbedingt kommen, wenn die unsere Videos da zum Zeitpunkt gesehen haben. Aber ich denke mal, dass der Hauptgrund war, dass die da hinkommen, überhaupt dann die größeren YouTuber waren. Und da wir jetzt schon eine vergleichbare Größe, die jetzt keine 300.000 Abos oder sowas jetzt gekriegt haben. Nee, aber sag ich mal schon ordentlich, dass man halt sagen kann, ja, es ist ein Fantreffen, das eigentlich so groß ist, dass auf jeden Fall die Gefahr ist, dass keiner kommt, ist relativ gering, ne? Baby, du musst bedenken, die Streben, die du machst, da hängen die Gondeln dran, ne? Ah, fuck, Nigga. Das heißt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so könnten da dran passen. Dass du jeder in eine Ecke, dass du an jede Ecke eins machst, also oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, dann, Wir können das ja komplett machen, dass es einfach so ein ganzes Rad ist einfach. Nee, das ist ja, kein richtiges Riesenrad da mehr. Hast du das jetzt weg? Nee, das soll so ein Hamsterrad werden. Lass da so einen großen Hamster reinbauen, Alter. Der Alter. Läuft, Junge. Richtig, ich bin wieder in meinem Film. Hey. Ja, Mann. Ja, wo baue ich denn jetzt wieder welche hin, Alter? Digga. Cracker. Der Car. Das ist der Dreier hier. Ja, machen wir das da. Oh, ein Dreier. Genau, da freut sich Felix auch drauf. Also, wie gesagt, ihr kennt ja Deutschland so die Superslampe. Felix ist da auch wieder auf Partnersuche. Ich sag bewusst Partner. Ne? Denn, Mach einfach Real Life Deutschland sucht die Superslut. Ja, genau. Ihr könnt euch dann, steht euch auf jeden Fall möglichst nötig an und bringt Kondome mit, dann läuft der Abend. Ja. Ja, genau. Was noch ganz interessant wäre, Uhrzeit und so. Und ich meine, es ist halt eine Sache. Viele Leute schreiben auch, ja, kommt nach Stuttgart, kommt nach Hannover. Würden wir lieben gerne. Schlichtweg ist aber einfach erstmal, natürlich ist es ein Kostenpunkt. Nicht, dass wir das nicht ausgeben würden für euch. Aber ich glaube, es ist halt viel eher die Zeit. Also ich habe halt nicht unbedingt Zeit, am Sonntag einfach mal nach Hannover zu fahren und, Das ist halt wirklich anstrengend. Also das ist auch für ja, und vor allem, man muss es ja so sehen. Zum einen Punkt sind wir Schüler und zum anderen müssen wir ja auch irgendwie die YouTube-Videos dann hinkriegen, weil wir können ja nicht ewig lang vorproduzieren wegen einem Fantreffen, weil das ist ja auch irgendwie in irgendeiner, was soll ich sagen, ist halt zum einen auch relativ schwer dann, also dann, ne? Wenn du ungefähr verstehst, was ich meine. Auf jeden Fall. Ich glaube, bei dir ein bisschen Marble, ja? Marble, hast du hier irgendwo ja, ne? Ja, Marble habe ich sogar, glaube ich, dabei. Hast du dabei? Digga, jetzt bin ich bei dir im Haus. Digga. Ja, und ich denke einfach mal, so unter der Woche könnte ich jetzt nicht schon allein, unter der Woche ist jetzt so eine Sache, aber am Wochenende würde ich jetzt nach Hannover fahren, da würde meine Mutter sagen, was ist denn bei dir kaputt? Ich geb dir eine Schelle. Gib dir lieber einen Backpfeifer, du Pescher. Sag dir dann, gib dir mal Backpfeife. Wenn es jetzt Ferien oder sowas, dann wäre das wieder was anderes. Also in den Ferien wäre sowas noch realisierbarer. Aber, Ich kann mal gerade die Backpacks hier durchchecken. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, wir würden jetzt in den Ferien irgendwie auf einmal so ein Fan-Treffen veranstalten. Es wäre auf jeden Fall, da wäre es auf jeden Fall, logischer möglich, oder... Aber es ist halt immer, wie gesagt, schwierig auch für uns, ne? Und halt genauso wie auf der Gamescom, da ist ja sowieso dann... Es ist recht möglich, sowas zu machen, aber weil da sind halt... Auf der Gamescom wollte ich gerade sagen, da seid ihr eh alle, von daher... Ja, das sind ja sowieso alle und deswegen... das ist dann noch praktischer dann. Aber da manche Leute halt auch nicht zur Gamescom kommen und vielleicht nur zu sowas kommen wie das, was wir halt vorhaben, wäre das ja eine Idee, die wir da vorhaben. Deswegen machen wir das auch. Also das Problem ist halt, bei Fantreffen finde ich halt, die haben halt irgendwie eine gewisse Größe, bis wohin man die machen kann. Und irgendwann ist es einfach sicherheitstechnisch nicht mehr möglich, das unorganisiert selber auf die Beine zu stellen. Da muss man quasi schon, weiß ich, sich irgendwie... Ja, das ist ja wie bei... Also, das ist halt verrückt, weil wir sind ja nicht irgendwie
ja, Promis oder so, keine Ahnung, aber es ist ja im Endeffekt so, dass man eigentlich schon wie ein Star hingehen muss und sagen muss, yo, ich nehme jetzt hier 2 Stunden Zeit und setze mich da in den Mediamarkt und mache da ein Fan-Treffen. Das ist ja irgendwie schon, ich finde es halt krass, ne? Das ist halt genau das, dass Dena und Sitz so Titel halt eine Größe haben. Und da kann ich halt genau verstehen, dass die gesagt haben, ja Jungs, ich muss hier weg, ey, das ist einfach zu krass für mich. So, okay. Ja, vor allem da, also da stand ich ja auch in der Menge und die Leute, die da selbst in der Menge standen, die wurden ja selbst zerquetscht. Darf ich ganz kurz, ich muss ganz kurz meine Nominierung machen. Okay, lieber Tim, aka NCX, ich nehme mal meinen Helm ab hier. So. Muss ich auch bedanken. Tim, danke für die Nominierung. Ich habe jetzt leider kein Bier, keine Fire Resistance Potions, denn ich bin jemand, der das gesunde Leben, den gesunden Lebensstil pflegt. Übrigens, Tim, du hast das falsch gemacht. Bei der Nominierung müssen 3 Leute nominiert werden, nicht nur eine Person. Deshalb werde ich auch gleich 3 Leute nominieren. Das schreibt er den Leuten natürlich auch ähnlich, wie das bei Tim gemacht hat. Tim hat mir das in den Kommentaren spammen lassen. Ich hatte die ganzen Kommentare voller. Tim hat dich nominiert! So muss das bei mir auch aussehen. Deshalb trinke ich jetzt mein erstes Wasser. Und mit diesem Wasser würde ich gerne den lieben Rotpilz direkt mal nominieren. Der hier hinter mir so süß ein bisschen rumhopst. Nein! Nicht! Du magst doch Wasser! Achso, so, ja, stimmt. Das zweite Wasser geht dann dementsprechend an den lieben Dena, also auch an Dena. Boah, schon ein zweites, übertreib doch nicht. Digga, pass auf, ich zähle jetzt auch ein drittes durch. Was? Der Junge rastet einfach aus. Der rastet aus und das dritte Wasser geht an Zander LP. Also schreibt den Leuten auf jeden Fall in die Kommentare Dena, Zander und Rotpilz auch nochmal, weil der hat ein Kurzzeitgedächtnis, der Junge, der nimmt ziemlich viel Meth. Ey, was haben wir gerade gemacht? Digga, das sieht gut aus, was du da baust. Digga. Ja, erzähl. Ja, und das war meine Nominierung. Vielen Dank. Hast du mal ein bisschen Marvel für mich? Ja, aber nein, hab ich nicht. Ja, Ficker, wieso bin ich jetzt extra darüber gelaufen zu dir im Haus? Weiß nicht. Ich hab doch ein Kurzzeitgedächtnis. Verdammter Crack-Junkie, Junge. Crack-Junkie. Kommt gar nicht mehr klar auf sein Leben. Ja, wo du gerade bei der Nominierung warst. Ich hab auch mitbekommen, dass sie jetzt so unter den YTT-Menschen so rumgeht. Ich habe nochmal kurz die Streben weggemacht zur Orientierung. Wir sind auch nominiert. Übrigens von YTT. Und zwar, dass wir gegenseitig unseren Code naschen. Aber das wollten wir nicht. Wollte gerade schon sagen, Alter. Hier, Dings. Bei denen ist das ja auch rumgegangen mit dieser Nominierung. Nur, die haben das halt mit Milch gemacht. Und ich habe das auch vorher mal gemacht. Für die Leute, die meinen privaten Facebook-Account nicht kennen. Der ist, ist der unten in der Beschreibung? Soll ich den sagen, den Namen? Der heißt Felix Hardy auf Facebook. Abonniert. Das ist ja nicht bekannt. Felix Hardy. Ja, aber der ist ja schon bekannt. Aber da habe ich auf jeden Fall auch eins gepostet. Und das sollte man als Nicht-Abonnent sehen können, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich finde es auf jeden Fall, ich selber habe einen privaten Facebook-Account. Aber den haben auch schon Leute gefunden, wie das halt nicht ausbleibt. Aber tut mir echt einen Gefallen, das ist halt mein privates Ding und so. Und ich weiß nicht. Ich nehme da jetzt auch eigentlich keinen an, so ist es nicht. Also. Ist im seltensten Fall, dass ich ja jemanden annehme. Also, ihr braucht eigentlich gar nicht versuchen, mich da anzuschreiben. Also, ich blockiere. Ich nehme bei mir halt auch niemanden an. Also, die Leute, die mich da adden, also die können, nicht die können an. Mich von mir abonnieren, aber ich schreibe da auch nichts, was die Leute sehen können, was da abonnieren wert wäre. Also, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, da mir irgendwie zu folgen, weißt du? Ja. Deshalb. Hast du die Schreiben wieder weggemacht, hier vorne? Ja, nur gerade zur Orientierung. Ja. Aber okay. Zum Beispiel. Oder? Ich glaube, das ist aber jetzt schon mal ganz gut aufgeteilt von den Streben her. Ja, aber das ist nicht, das ist ja das Ding. Guck mal, du musst ja bedenken, die Gondeln sind ja, da kommen ja Gondeln zwischen. Ja. Und du kannst ja keine 2 Gondeln so übereinander hängen, deswegen so, wäre es eigentlich realistisch, dass du eine dahin packst, oder? Und dann in die Mitte, ne? Das hier zum Beispiel weg. Ja, aber das hier zum Beispiel eine ist, dann ist warte, da... Warte, also Felix, stopp, Felix, nein, wir werden angegriffen. Ich mach das. Alter. Piss dich mal. Also. Wichsvogel. Warte, so wäre es realistisch. Hell, Mann. Bam, der ist verreckt. Okay. Und dann kommt hier noch eins hin. Mhm. So. Wie machen wir die Gondel? Also, aus Holz? Oder wie? Ja, ich hab ja noch mein Bild hier nebenbei offen. Das geht ja, das kriegen wir ja easy. Also, das sieht aber hässlich aus, Alter. Das war gar nicht mal so hübsch. Ja, das war hässlich, das ändern wir ja. Das ist ja auch hier eigentlich? Ist das hier Tims Haus? Weiß nicht. Wo welches meinst du? Schreib mir mal bitte hier in die Kommentare, wessen Haus das hier ist. Wo bist du denn? Hier vorne, das hier. Hier, nebenan, direkt neben dem Riesenrad. Siehst du mich? Dieses hölzerne Haus. Nee. Hä? Wo meinst du denn? In welche Richtung bist du denn? Ja, Richtung Meer. Das Haus. Richtung Meer? Ja, das kann sein, dass es deins ist. Ich bin mir sicher. Ich weiß es nicht. Krass. Die haben sich ja voll die Schiffsflotte gebildet, ne, die beiden. Ja.
Ja, guck mal, da kann man jetzt die Gondeln dran hängen. Ich glaube halt nur, dass wir daneben noch irgendwie welche farbigen Blöcke dran machen. Damit das noch ein bisschen bunter aussieht. Also halt da, wo die Streben sind. Oder wir ersetzen die Streben durch irgendwelche farbigen Blöcke. Und dann müssen wir nur noch von dem Mittelpunkt aus, machen wir jetzt noch in einer ganz anderen Farbe. Ich glaube, ich nehme dafür mal Cobblestone. Soll eigentlich funktionieren. Guck mal, habe ich da noch genug dabei? Cobblestone wirklich? Eben. Ja, ja. Such das mal, wie das aussieht. Ja, weil das ist immer sehr, sehr teuer, da so aufwendige Blöcke hier funktionieren. Ich Sachen, die ich noch gar nicht kenne, Alter, geil. Cobblestone, ja, ich weiß nicht. Cobblestone, meinst du das? Könnte gut aussehen, ja. Mit einer Holzdecke oder was? Nein, die Streben. Ach so, als Kontrast dann. Die Streben von dem vom Mittelpunkt zu den Stangen aus, die ich dazwischen gesetzt habe. Ach so, ja. Boah, ich mach meinen Flugstab fast schon wieder kaputt, den ich gestern erst von Gobble bekommen hab, ne? Ja, da hast du den verzaubert. Ja, ich spam die aber auch ziemlich hart immer, ne? Ich kann mir das nicht abgewöhnen irgendwie. Ein bisschen dumm, der Junge. Bist schon dumm. Weil ich hüpfe hier wieder nur rum, Alter. Ich weiß gar nicht, wie möchtest du die Streben denn machen? Ist das genau in der Mitte, das Teil ja, ne? Ja. Dann machen die Streben ja, machen die außenliegend oder innenliegend? Außenliegend, ne? Beide, wir machen einfach zwei außenliegend, also Zweier. Zeig mal, wie du es meinst, ja. damit ich das nicht verstehe. Ich möchte auf jeden Fall, dass der Eisenblock hier frei sitzt. Okay, ja. Genau. Und dann machen wir das so. Mit Stufen? Und dann, ja, warte. Dann mit Slabs oder was? Machen wir dann so bis zu den Streben runter. Verstehst du, wie ich meine? Diesen Muster. Hin und her. Und jetzt nochmal so, weißt du? Und wenn wir da, wir dann ein bisschen steiler nach unten gehen müssen, dann gehen wir einfach mit, ja. mit den Einblöcken. Cool. Dann gehen wir mit den ganzen vollen Blöcken, zwei nach unten oder sowas. Und das geht dann halt so weiter. Da kann man, hier kann man halt dann nochmal hier dran docken. Oh ja, oh. Aber wenn man von unten baut, dann geht es weitaus einfacher, als wenn man das von oben baut. Ups. Weg. So. Ich weiß gar nicht, warte mal, ich check gerade. Kommt man da sogar? Kommt das hin? Muss mal schauen, ne? Vielleicht kommt sogar hin. Wenn es nicht hinkommt, dann setze ich das halt einen nach innen. Passt, ne? Ja, aber es kommt nicht ganz hin. Nicht? Dann mach, warte, dann geh hier eins, wie gesagt, dann fang auch hier was an. Warte, nichts abbauen. Ja, so. Dann einfach. So, siehst du? Schon funktioniert's. So funktioniert das eigentlich perfekt. Ja, okay. Dann fange ich damit auch mal hier hinten an. So können wir das dann bauen. Wenn wir das von allen Streben aus so bauen, dann sieht das sogar. Ich denke mal, das sieht doch ganz okay aus, oder nicht? Auf jeden Fall. Ja, klar. Ja, wenn dann da noch. Komm mal hier zu mir. Warte. Komm mal zu mir. Hier. Beim Eingang. Wenn du mal so runterguckst, sieht doch gut aus, oder nicht? Auf jeden Fall. Kann man anbieten, definitiv, ja. Ist auf jeden Fall cooler, als wenn die gerade sind, ne? Ja. Wenn man das von allen Seiten ausmacht. Aber ich denke mal nicht von allen Seiten, sondern nur so, dass ein X-Muster entsteht. Ja, und als dann die und dann nochmal von oben. Hast du nochmal Stufen für mich? Ja, warte, ich mach mal so viele, wie ich kann, okay? Ja. Aber mein Inventar ist auch ziemlich voll gefickt von irgendwelchem Crap. Dann da nochmal. Ich muss die ganze Zeit screenshotten, Alter. Das Riesenrad. Wie nennen wir das Riesenrad denn? Das Riesenrad, das ist ja was auf. Riesenrad der Lust. Ja, das ist ja schon. Das Riesenrad der. Knisternden Erotik. Hast du Schilder? Ja, man läuft bei ihm. Ich werf dir mit dem Holz hin, dann kannst du schon mal ein Schild schreiben. Ja, ich hab Holz. Okay. Oh, danke. Felix. Bitte. Ah, genau. Ich hab letztens tatsächlich, ist kein Witz jetzt, ich hab letztens noch einen Kommentar dazu gelesen, was mit den Pullis ist, die wir, oder mit den Hoodies, T-Shirts, die wir anbieten. Hier, guck mal, da sind noch. Revels Ding. Da hat jetzt Felix jemanden angeschrieben für Design Mine. Und ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich so aus den Kommentaren gelesen, dass auf jeden Fall ein paar darauf Bock hätten. Mhm. Und ja, wieso dann nicht, ne? Ja. So, hier entsteht das Riesenrad, diesmal mit D. Der Knist. Hast du mit T geschrieben einmal, oder? Deren Erotik. Ja, Problem ist einfach gewesen, dass ich einfach heute Morgen via Handy alles eingestellt habe, halb verpennt im Bett dann noch. Also. Stufen hast du mir gegeben, ne? Ja. Und dasselbe machen wir dann von oben. Aber die Folge sollte jetzt eigentlich zu Ende sein, soweit ich weiß. Oh nein, aber wir sind doch so ein romantisches liebes Paar. Ich mach mal eben. Wollen wir uns noch ein bisschen küssen?
Warte, ich baue das mal ganz kurz bis zu hin. Da hast du einen Fehler gemacht, Felix. Der ist. Ja, hast, ja? Du, hast du den hier gemacht. Den ich gerade gemacht habe. Ah ja, ich sehe es gerade. Dann kann ich das noch fixen, bevor dann irgendeiner dann kommt und dann sieht er das. Voll darf peinlich keiner so. Sehen. Richtig peinlich. Echt peinlich, ey. So, jetzt dürfte richtig sein. So, warte, ich mach das mal einen Screenshot davon. Schick. So. Läuft. Also, es ist halt, dauert natürlich länger als beim Karussell, ne? Das ist natürlich klar. Aber ja, wir werden in den nächsten Folgen auf jeden Fall daran zusammen weiterarbeiten. Ja, und aus der Entfernung sieht es halt auch, da sieht man direkt, dass es ein Dings ist, ein Vergnügungspark. Und deswegen ist es auch ganz schön. Dann sag ich einfach mal, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ja. Und wenn ihr wollt, dass wir in der nächsten Folge weiter ranbauen, ihr habt irgendwelche Ideen für das Riesenrad, dann packt es unten in die Kommentare. Und ich sag dann einfach mal. Und erinnert auf jeden Fall Felix und Dena und, wenn euch noch, Zander an die Nominierung. Ganz besonders wichtig ist natürlich da Felix. Also ja, genau. Dena, nicht du. Tschüss. Tschüss.